Hallo, in diesem Teil möchte ich euch verschiedene Flossentechniken vorstellen, mit denen ihr über sandigen Flächen, aber auch über dem Riff schwimmen könnt, ohne dieses dabei zu berühren. Diese Techniken zu beherrschen, wird auch in der Fotografie zu besseren Resultaten führen. Flossenschlag und Tarierung müssen zur Selbstverständlichkeit werden. Die wichtigste Flossentechnik ist der sogenannte Frog Kick. Im Gegensatz zum herkömmlichen Flossenschlag wirbelt dieser bei korrekter Ausführung keinen Sand auf. Der Frog Kick gibt uns die Möglichkeit, über die Oberfläche zu gleiten und uns so langsam dem Motiv anzunähern, ohne Sand dabei aufzuwirbeln. Dabei ist es besonders wichtig, die Flossen aufzurichten und nicht Richtung Sand zu stellen. Ein Knie oder eine Flosse im Sand ist in der heutigen Zeit nicht mehr umweltgerecht. Die richtige Ausführung der Flossentechnik ermöglicht es, uns wie ein Fisch im Wasser zu bewegen und unsere schwebende Position im Wasser zu halten. Über kleine Flossenbewegungen können wir diese sanft nachjustieren. Sobald das Motiv im Kasten ist, können wir uns durch leichtes Einatmen schonend vom Untergrund entfernen, ohne das Tier zu stören. Diese Technik kann ebenso bei der Fotografie von Korallen angewendet werden, vor allem wenn wir kleinste, winzige Pygmäenseepferdchen aufnehmen möchten. Mit einer anderen Flossentechnik können wir sogar rückwärts tauchen. Diese Technik erfordert allerdings etwas Übung, was jederzeit im Freiwasser oder Pool geübt werden kann. Hierbei strecken wir die Beine nach hinten und ziehen sie seitlich wieder zurück, um eine Rückwärtsbewegung zu erreichen. Das ist besonders hilfreich in Situationen, in denen wenig Platz zum Manövrieren ist, wie zum Beispiel in Höhlen, Überhängen oder an Steilwänden. Bei der Beherrschung dieser Techniken kann man diese kombinieren und so perfekt und umweltgerecht fotografieren. Ich hoffe, diese Tipps haben euch geholfen und ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.